Woanders? Nee, ich glaube, das ist ein norddeutsches Ding, oder? Denmantow. Denmantow. Hallo und herzlich willkommen. Wir haben die falsche Kamera. Guck mal. Also eigentlich ist es die richtige Kamera. Ich wollte nur vorab schon mal sagen oder zeigen, dass wir eine weitere Kamera haben. Was wir hier alles anzubieten haben. Ja, herzlich willkommen zu einem neuen Livestream. Jeden zweiten Mittwoch hier auf YouTube auf unserem Kanal. Ich habe schon gesehen, rege Beteiligung hier im Livestream. Cool. Und nachdem ich so viele Bemerkungen über meine Frisur aus dem letzten Livestream bekommen habe und ich bereue es im Nachhinein auch, weil es so ein wichtiger Livestream war, den noch so viele angeguckt haben und dann dachte ich, der ist für immer in diesen YouTube-Stein gemeißelt und an der Frisur kann ich nichts mehr ändern. Und ich bin tatsächlich direkt am nächsten Morgen, ne? Ein Tag zu spät. Ich bin direkt zum Friseur gegangen, morgens, der macht um 9 auf, es gibt keine Termine. Ja, war so um 10 vor 9 da, war dann auch der zweite, der direkt dran war. Danach wurde es voll, denn in Corona-Zeiten wollen ja alle sich dann noch schnell die Haare schneiden lassen, weil die Friseure wieder offen haben. Deswegen jetzt mit neuer Frisur. Dafür allerdings Sommer entsprechend in Badehose. Soll ich das einmal zeigen? Denn heute wollte ich eigentlich kurz aufs Wasser noch, um mal ein bisschen runterzukommen. Wir haben ja hier in Hamburg so einen kleinen See in der Mitte der Stadt und wir haben so ein kleines Board, darauf kann man ein bisschen paddeln. Warum hast du eigentlich nicht gemacht? Ja, war einfach, wir haben so viel, wir hatten so schlechte Laune dann heute Nachmittag, es ist einfach alles auf uns hereingeprasselt und wir haben gesagt, es wird Zeit, dass 20.15 Uhr ist, dass wir streamen können. Ja. So. Ja, ich meinte eben gerade schon zu dir ja, dass ich mich mega auf den Stream freue, weil das irgendwie so ein bisschen Lichtblick ist von diesem Tag, weil irgendwie, ja. Oh, es gibt ja immer so Tage, wo nichts läuft, wie es soll und einen irgendwelche Sachen richtig stressen und heute ist so ein Tag, aber wir versuchen uns davon nicht runterziehen zu lassen, genau. Haben uns mega doll gefreut, dass wir jetzt noch mit euch was Schönes vorhaben. Genau, wir haben vorab gesagt, heute müssen uns die Makies mal ein bisschen hochziehen, aber ja. Sobald ihr jetzt da seid und so zahlreich schreibt, ist unsere, also meine Laune zumindest schon wieder deutlich besser auf jeden geworden. Fall. Ne? Und wir starten mal, weil mit Kerstin Kipf habe ich diese Woche, vorgestern, glaube ich, sehr, sehr lange telefoniert und sie hat einen sehr netten Kommentar in unserer Facebook-Gruppe hinterlassen. Da war ich doch sehr glücklich. Oder wir beide haben uns sehr darüber gefreut, weil das eine echte Wertschätzung unserer Arbeit ist, die wir hier so jeden Tag machen. Und an manchen Tagen will ich dann ein Video drehen und dann komme ich nicht dazu, weil Telefonate, E-Mails irgendwie anstehen, aber ist auch wichtig und dann schiebe ich das einfach ein bisschen nach hinten. Aber wir kommen schon immer Stück für Stück weiter. Also, hallo Kerstin, herzlich willkommen. Nicole ist auch da aus dem Krankenhaus und den ablenkenden Livestream. Nicole, mit der sind wir auch in Kontakt und hatte leider, ich sage das jetzt einfach mal, einen Bandscheibenvorfall. Ja, ich glaube, das hattest du auch geschrieben, ne? Genau, ja. der jetzt operativ, ich weiß nicht, ob man sowas richten kann oder ich weiß, dass eben Bandscheiben irgendwie in der Wirbelsäule, deswegen alle, die das noch nicht hatten, achtet auf euren Rücken. Bestimmt schmerzhaft. Das machen wir auch viel zu selten und genau, das ist bestimmt schmerzhaft. Also schön, dass du auch aus dem Krankenhaus dazu schauen kannst. Dann haben wir Pebbles 68 mit einer neuen Stickeinheit für die W6. Ich mache das jetzt nicht so intensiv für alle hier, sonst sind wir in 2 Stunden noch da. Martina Fleming ist dabei. Genau, Cindy ist dabei, Aga ist dabei, Isabel, Else Apfelmus, Petra Kaniewski, alles bekannte Namen, aber ich habe auch schon gesehen, da sind jetzt welche dabei, die das erste Mal zuschauen. Wollelke, Melanie ist dabei. Simon hat es doch geschafft. Hat es ja, glaube ich, geschrieben, dass bei euch heute auch so ein Tag ist, wo ein bisschen was drunter und drüber geht. Mhm. Aber schön, dass ihr es geschafft habt. Mhm. Blackjack, unser Mod, ist dabei. Auch Blackjack muss wieder seiner regulären Arbeit nachgehen. Und schön, dass du es geschafft hast heute Abend. Es gibt nur einen Gutschein für das Freebie nachher. Aber ganz entspannt, da brauchst du ja keine Sorgen zu machen. Und Blackjack ist jetzt auch Nutzer der Software ECQ. Und hat da schon ein Fußballlogo umgesetzt, auch wenn das nicht sein Verein war. erster FC Köln, bist du doch Fußballfan von, oder? Monika Benecker, Marina, Annette, Elke, Kerstin, Sabrina, Celine, Manuela, Sabine, ich hoffe jetzt, ich lese manche nicht doppelt vor. Und seid ihr doppelt gegrüßt. Dann seid ihr doppelt Kann gegrüßt. Nicht schaden. Genau, Heike, Barbara ist auch dabei, Susanne Talke, hallo aus Erle. Hallo Barbara aus Köln oder bei Köln. Ini Funk, Kerstin
King Relaxo, ein cooler Name. Alexandra, Birgit, Extra Keks, Claudia, Katharina, Susi, Moin Liz, schön, dass du auch da bist. Du könntest ja eigentlich mal vorbeikommen, wieder. Andi, Riad, Sabine, so, jetzt sind wir gerutscht. Das passiert immer, das jedes passiert Mal immer. Wieder, irgendwann immer rutscht wieder. Man. Genau. So, ich hoffe jetzt nicht, dass wir zu viele, aber Conny, Dominique, Inge, sehr schön, Bijin, das hatten wir schon mal, ne? Hatten wir schon mal drüber gesprochen. Katharina, Sarah, Kerstin, Eri Glow, Apfli, Ria, das hatte ich glaube ich schon mal. Dabei. Genau. Celestial, Pandora, Silvia, Vincenza, Petra, Agi, Cornelia. Wow. Ihr seid so viele Ankerbraut. Hans Bernd ist da, Nicole, Silvia, Layork, Sarko, Uta, Heike, jetzt gleich haben wir sie alle, oder? So. So. Eine kleine Runde. Regina ist noch dabei, Ronny ist dabei, Stefanie Adam, Hallöchen, Britt Hamburg, Monique, Art My Heart, genau, Siehem, Ingrid, Ria, Petra. Ich glaube, jetzt haben wir es. Eine wirklich kleine, entspannte Runde. Ich glaube, das hat zwei Gründe. Zum einen haben wir diesen Livestream relativ kurzfristig angekündigt. Er war natürlich bekannt, dass er laufen wird. Beim letzten Mal hatten wir natürlich ein Thema, was so viele brennend interessiert hat. Und das hat in der Nacharbeit für uns auch zur Folge gehabt, dass es echt schwierig war, für diesen Livestream dann uns Zeit zu nehmen, um was vorzubereiten, was positiv ist. Aber gleichzeitig ist es uns sehr wichtig, dass wir was Schönes vorbereiten. Aber wir hatten uns ja eh schon was überlegt. Und es kam auch einmal die Nachfrage, dass wir in einem Livestream gesagt hatten, dass wir mit Maschinen arbeiten, also rein mit Motiven auf Maschinen. Und das machen wir im nächsten Livestream, kann ich jetzt schon mal sagen. Also einfach mit internen Motiven und Formen einer Maschine, Brother und Husqvarna Viking zum Beispiel, dass wir ein bisschen was zeigen, was haben die eigentlich so drauf, wie positionieren wir richtig. Und das genau machen wir im nächsten Livestream, weil die Nachfrage kam, weil ich das angekündigt habe. Und wenn euch das, die Sirene stört, dann machen wir das Fenster zu. In diesem Livestream werden wir alles besticken oder zeigen, wie man alles besticken kann, was man nicht einspannen kann. Also kleine Stoffstücke zum Beispiel, die halt zu klein sind, dass man sie nicht richtig einspannen kann. Zu dicke Stoffe, die sich nicht in den Rahmen einspannen lassen. Oder... das so in so einen Stickrahmen einspannen lassen oder Stoffe wie zum Beispiel ein Samtstoff, der dann, Abdrücke bekommt, wenn man den einspannt. Und es lässt sich nicht alles einspannen, aber trotzdem muss es stabilisiert werden, damit man besticken kann. Ein fertiges Objekt, irgendeine fertige Tasche, die man schon hat, möchte man besticken, kriegt sie aber nicht in den Stickrahmen rein. Das zeigen wir in diesem Livestream. Genau. Ich habe gerade so aus dem Augenwinkel ein paar richtig süße Nachrichten von euch gelesen und das ist voll schön, das baut einen irgendwie richtig auf, weil ich bin halt irgendwie so voll komisch emotional drauf, weil wenn man so gestresst ist, das kennt ihr bestimmt auch alle. Und es ist jetzt richtig so wie ein Abend mit Freunden, wir sind noch nicht so viele, das ist irgendwie auch Ja, das ist schön. Auch entspannt, wenn man nur so 30 ist. Das ist auch einfach mal richtig, richtig entspannt, weil wenn man wie beim letzten Mal irgendwie knapp 200 ist, dann fallen wir auch irgendwann hinüber. Das ist ganz toll. So habt ihr Zeit und die Möglichkeit, Fragen zu stellen zum Thema Maschinensticken. Und genau, dafür sind wir heute hier. Genau. Dann hatten wir eine Sache, die ich nicht unter den Tisch fallen lassen möchte. Eine super Idee von Steffi. Steffi hat nämlich sowohl die ECQ als auch die Intro. Und dann hat sie zwei Sachen miteinander kombiniert. Also eine Applikation und eine Vollfläche, was ja bei der ECQ nur entweder oder geht und hat sie dann nachher in der Intro miteinander kombiniert. Und das Motiv, was Steffi umgesetzt hat, das habe ich bekommen und auch die Dateien dazu. Und ich möchte das unbedingt jetzt in den nächsten Tagen vielleicht in der Facebook-Gruppe mal zeigen, wie sie das gemacht hat. Richtig cool. Und auch Steffi, dir antworte ich noch. Aber wie gesagt, der Tag hat 24 Stunden und wir haben... Manchmal geht es drunter und drüber. Wir haben es auf dem Zettel, genau. Ja, wir haben alles auf dem Zettel. Cool. Sollen wir hier parallel schon mal starten? Ja, unbedingt. Ja. Genau, ihr habt es ja in der Ankündigung sozusagen gesehen vom Stream, dass wir heute so Schlüsselanhänger machen. Die sind ja eigentlich relativ bekannt, also relativ einfach gemacht mit so einem... Genau, da muss ich es halten, ne? Mit einfach so einem Schlüsselring drin und einer Öse und das sozusagen ein eingeklapptes Stück Filz.
Genau, hierfür kann man natürlich verschiedenen Filz nehmen. Wir werden ganz oft gefragt, was für einen Filz wir verarbeiten, diesen typischen graumelierten. Wir benutzen dafür hier dieses Felti-Material. Daran ist das Coole, dass der nicht aufrippelt. Das heißt, auch wenn das wie nass wird und man es wäscht, dann hat man nicht so Knüllchen an den Genau. Rändern. Genau, damit arbeiten wir heute. Wir hatten sonst immer ein bisschen anderes Material benutzt und wenn man dann Patch daraus macht und man bügelt das, ich habe zum Beispiel ein Beispiel, dann verfilzt das Filz halt und das macht dieses Material nicht. Und wir brauchen ein Feuerzeug heute. Es wird heiß sozusagen. Genau. Ich will immer hier in die Richtung gehen, aber es fällt schon. Okay, dann Genau. sag doch mal, Ja. Mann, was hast du uns hier heute Was mitgebracht? hast du mitgebracht? Genau, also wir werden jetzt auch noch einen weiteren Schlüsselanhänger sticken, aber noch ein bisschen eine andere Technik verwenden. Und zwar will ich auf die Rückseite, wie hier bei diesem Probeschlüsselanhänger, das ist jetzt nicht drauf gestickt, möchte ich noch Kunstleder auf die andere Seite drauf machen. Dazu benutzen wir später eine Klebefolie. Genau, das kommt aber erst später zum Einsatz. Genau, jetzt will ich gleich erstmal einspannen. Und wenn man das so auf einer Rolle hat, dann kann man jetzt natürlich sagen, ja, okay, man kann das auch einfach einspannen, wobei man dann vielleicht einen Abdruck kriegen würde, aber man könnte es theoretisch einspannen und danach ausschneiden. Ich möchte jetzt mal vom Fall ausgehen, dass man irgendein anderes Material hat, nicht das hier, sondern irgendein anderes Filz oder schon fertigen Streifen, wie ich hier zugeschnitten habe, einfach so ein Stück. Und das ist ja irgendwie jetzt relativ schwierig einzuspannen. In einigen Fällen geht es vielleicht auch nicht, weil es entweder zu klein ist oder weil es, Kann ja sonst mal genau. parallel mit zeigen, was du hier Entweder machst. hier wäre es auch schon eng, würde vielleicht trotzdem mit drauflegen gehen. Aber genau, könnte natürlich auch sein, dass es dann verrutscht oder dass man hier Abdrücke bekommt. Deswegen arbeiten wir hier mit dem Filmoplast. Das ist ein ganz cooles Material, was halt auch perfekt ist, wenn man zum Beispiel Caps besticken möchte oder alles, was man eben wirklich gar nicht eingespannt bekommt, aber trotzdem unbedingt fixieren muss, damit alles schön gerade wird. Und genau, Filmoplast, das ist auch auf so einer Rolle. Ich habe hier diesen anderen Schlüsselanhänger auch schon hier unten gestickt. Aber hier ist jetzt ja noch Platz frei. Das heißt, ich würde das jetzt einfach den zweiten hier oben einmal draufsticken. Genau, da muss man kein Material verschenken. Wir wollen ja auch immer alles verwenden, was man hat und dass man nicht so viel wegschmeißt. Ja, und genau. Hast du gerade noch irgendeine Nachricht, weil du da so rüber Ja, ich geschielt blende mich durch die hast? Kamera sozusagen aus. Hier steht hier irgendwie, unser Handy blinkt oder euer Telefon blinkt. Das Material Filmoplast ist nicht wasserlöslich. Man reißt es hinterweg, ne? Genau, das ist sozusagen ein klebendes Reißvlies Genau. mit einer Und das Felti Wasserschutzschicht. auf der Rolle sind 3 Meter. Dieses Felti, am Anfang haben wir auch gedacht, also das ist ja einfach ein Vlies, aber das ist ein Ein besonderes, Filz. ein Filz, das hat so eine, ja, wie soll ich sagen, so eine Widerhaken im Material drin. Das heißt, wenn man es abschneidet mit einer guten Schere, dann bleibt die Kante auch gerade und das ist halt ein 100% Polyester und wenn man die Ecken dann erhitzt, wenn es geschnitten wird, wird es zum Beispiel mit dem Laser geschnitten, aber wir nehmen jetzt zum Beispiel ein Feuerzeug, zeigen wir auch gleich und gehen ganz kurz an die Ecken und dann wird es eine ganz saubere Ecke und dann wird der Schlüsselanhänger auch den Schlüssel überleben. Weiß ich nicht. Ja, aber er Den ist auf jeden Schlüssel. Fall deutlich stabiler dann. Ja. Und Art My Heart ist eigentlich Handsticker, Stickerin, aber ist das erste Mal live dabei. Schön, herzlich willkommen. Wir starten und schau mal. Genau. Genau, ich muss jetzt einmal. Ich habe hier so meinen kleinen Chaoshaufen hier in der Maritz Ecke, Chaoshaufen. wie ich immer arbeite. Also ich habe mir hier einmal schon mal die Datei raufgeladen. Das ist übrigens ein Freebie, das können wir auch gleich mal verkünden. Genau, ich blende gleich den Freebie-Account oder den Code. Freebie-Code einmal ein. Genau. Genau, ich positioniere das jetzt hier mal oben in meinem Rahmen, damit man sich da wirklich nicht in die Quere Aber kommt. eigentlich wäre es egal, ne? Also wir haben ja Das wäre hier jetzt eben. den Stickrahmen. Wir haben sozusagen diese Fläche verfügbar noch, weil hier wurde schon gearbeitet. Da ist ein Loch jetzt drin. Und wie man das Ganze positioniert, das zeigst du auch gleich, Genau, ne? das zeige ich jetzt als Ein ganz, nächstes. ganz cooler Trick. Also nicht nur jetzt für das, was wir jetzt machen, sondern für alles, wenn du mal einen Stoff oder sowas anzeichnen möchtest, ne? Genau, wie man etwas jetzt hier perfekt positionieren kann. Also genau, ich habe das jetzt hier angelegt und gehe jetzt unten auf Go.
funktioniert natürlich auch auf kleineren Stickmaschinen. Genau, das ist eine 10x10 also Datei jetzt hier. So, Stickrahmen rein. Klack. Jetzt gehst du einmal auf OK. Genau. Und jetzt haben wir eine ganz schöne Technik, um zu zeigen, wo das Objekt positioniert wird und du das hinterher auch für andere Stoffe machen kannst. Wenn du zum Beispiel mit einem Reißvlies arbeitest. Ganz tolle Technik oder ganz tolle Idee. Genau, das ist jetzt sozusagen ein Lifehack. Ich kann dazu einmal noch mal den Faden rausnehmen. Und zwar gehe ich jetzt hier auf das, kannst du einmal gerade zeigen? Ja. Einmal auf dieses Symbol. Das gibt es eigentlich, glaube ich, bei jeder Maschine, dass man halt sozusagen einmal abfährt, wo er hingeht. Und jetzt gehe ich hier mit dem Handrad hinter meinem ganzen Chaos einmal runter. Genau, also die Nadel einmal mit dem Handrad einstechen. Genau. In der oberen linken Ecke. Jetzt gehst du in die rechte obere Ecke. Jetzt Handrad einmal runter. Jetzt habe ich sozusagen die beiden Punkte schon mal. Das geht natürlich auch super mit einem Reißvlies, mit einem ganz einfachen Reißvlies. Ne? Also jetzt die Nadel einmal runter, in die Ecke einpieksen. Der Vorteil hierbei ist natürlich, dass wenn man jetzt gleich die Plastikbeschichtung abmacht, dass man trotzdem noch das Loch hat. Das heißt, man hat dann trotzdem noch die Markierung und nicht nur angezeichnet. So, genau. Dann jetzt ist fertig. Jetzt ich noch einmal in die Mitte. Und jetzt kann ich es rausholen. Ich kann ja ansonsten auch einmal die Ansicht von oben. Guck mal gerade. Genau, ich glaube, die Löcher sind jetzt schon ziemlich klein. Du hast vollkommen recht. Genau. Aber es ist ja nicht so wild. Ich kann mir das jetzt hier noch einmal anzeichnen, wo die Löcher sind. Das ist jetzt genau die Position, die Ecke, wo dann gleich die Stickdatei hinkommen wird. Genau, wo der Schriftzug sein wird. Das heißt, ich muss dann mein Stück Stoff, welches ich besticken will, halt am Ende genauso drüber legen, dass es perfekt sitzt. Und jetzt funktioniert dieses Filmoplast so, dass ich eben vorsichtig die obere Lage rauslöse und dann habe ich nur noch, wie bei doppelseitigen Klebeband, die Klebebeschichtung. Genau. Jetzt noch ein bisschen aufpassen, dass man die Folie oben abzieht und nicht dabei einfach einritzen. Und eben nicht dabei die Folie mit rausschneidet. Ne? Aber wenn man einmal einen Anfang hat, dann klappt das ganz gut. Du nutzt kein Druck hier. Ja. Kein künstlicher Druck. Ich lese mal parallel, was ihr denn so alles, was ihr so alles macht. Ne? Genau, Melanie sagt gerade, du hast den Rest vom Filmoplast weggeworfen. Danke für den Tipp. Genau, nee, das ist natürlich wahnsinnige Verschwendung. Denn wenn ihr euch jetzt hier ein Loch reinreißen würdet, gibt es auch einen Trick. Denn vielleicht kannst du gleich, ich weiß, du arbeitest immer perfekt. Ja? Gerade ich. Gerade du. Aber vielleicht kannst du gleich einfach mal zeigen, falls du ein Loch reingemacht hättest. Das klebt jetzt schon. Das klebt jetzt hier schon prima. Muss man natürlich hier nur seine Markierungspunkte im Blick behalten. Aber wie gesagt, da ist ein Loch drin. Man kann das dann trotzdem immer noch gut sehen. Aber es schadet ja nicht, das nochmal anzuzeichnen. So, da habe ich schon fast. Ich glaube, Aga, ich dachte, welches Telefon blinkt? Und jetzt sagt sie das Festnetztelefon, da fällt mir ein, wir haben gar kein Festnetztelefon. Und wenn du mal so ein Stück zu mir kommst, dann blinkt da im Hintergrund das ist eine Festplatte. Ach so. Da sind alle Videos von YouTube drauf gespeichert. Oh, ja. Und genau. Unser kleiner Server. Also eine ganz kleine Festplatte. Aber danke für den Hinweis. Genau. So, das sieht jetzt vielleicht nicht wunderschön aus, aber es ist ja auch relativ wurscht, wie es aussieht. Angenommen, man hat jetzt hier aus Versehen ein Loch reingeschnitten, dann kann man ganz einfach ein Stück Rest vom Filmoplast nehmen und da drüber kleben. Und dann hat man ja sozusagen die Fläche wieder aufgefüllt. Also da kann man echt richtig gut so auch mogeln. Ja. Das ist dann ganz praktisch. Also einfach eine Ecke abschneiden zum Beispiel hier vom Rand und das dann wieder auf eine Fläche draufkleben. Ne? Mhm. Und jetzt klebst du das Filz genau an die Stelle, wo es hin soll. Genau, das stabilisiert werden soll. Hier ist meine Markierung, dass ich es eben da drüber lege. So. Kann ja auch mal nochmal gucken. Das sieht gut aus. Hier sieht es auch gut aus.
Genau. Ute sagt gerade, ob wir mit der Handkamera dann beim Zeigen etwas näher an die Stickmaschine gehen können. Machen wir gerne. Ja, können wir machen. Genau, das klebt jetzt hier bombensicher. Aber es klebt gut, aber es klebt nicht so doll, dass die Nadel kleben bleibt. Das ist halt auch ganz gut. Das hat man sonst manchmal das Problem, finde ich, bei Sprühkleber. So, jetzt kann ich das Ganze hier einmal hier reinschieben. Achso, ich sollte schon den Fuß ummachen. Ach, rein da. So, und jetzt noch einmal wieder einfädeln. Zack. So, du hast dich für Pink entschieden. Mhm. Ein pinkes Viskosegarn hier oben. Genau, und jetzt bei der Maschine gibt es noch so eine Halterung. Dann geht es einmal durch die Maschine durch und dann kann es auch schon losgehen, ne? Genau, dann gehe ich auf Start. Langsamer, etwas leiser. Ja. Ich lese mal gerade parallel. Ich sitze hier. Ich kann ja mal du halten. Hältst mal, genau. Ich lese mal vor, was hier so. Ich habe nur Augen für die Maschine. Ja. Nur, und sonst habe ich ja immer nur Augen für die Maschine. Ja, das ist mal ein bisschen getauscht. Ja. Marina sagt, sie nutzt immer eine Stecknadel zum Einritzen. Das ist auch eine gute Möglichkeit, dass du so den Anfang findest. Genau, und wenn man die Nadel dann etwas schräg ansetzt, kann man das Vlies besser anritzen. Ich merke, hier sind schon echt einige Profis unter uns. Das ist doch großartig, dass wir uns hier gegenseitig unterstützen und Tipps geben können. Genau, und Monique sagt, dass sie auch gerne mit diesen Klebefliesen Jersey bestickt. Und das kann ich einfach nur bestätigen. Mhm. Wir stabilisieren normalerweise Jersey halt mit einem ganz dünnen Schneidvlies, was man dann hinterher wegschneiden kann, was dann den Stoff auch nochmal stabilisiert. Grundsätzlich habt ihr aber vollkommen recht, Jersey ist halt gar nicht so einfach einzuspannen, vor allem wenn es ein dünner Stoff ist, ein dünner Jersey oder auch ein sehr, sehr dünner Stoff wie eine Seide oder so. Ja. Es ist schon wahnsinnig praktisch, eben das einzuspannen. Wenn ihr kein Filmoplast habt, ich habe jetzt hier eine Rolle Kreppband, kann man natürlich auch Materialien hiermit auf zum Beispiel einem Reißvlies stabilisieren. Funktioniert auch. Ja? Aber eben um so eine komplette Fläche zu stabilisieren oder ein Material eben, was sich nicht so gut einspannen lässt oder das verrutscht in sich wie ein dünnes Jersey, da ist das Filmoplast schon eine echt große Hilfe. Ne? Mhm. Ja. Wir hatten ja mal einen Livestream, wo wir überlegt haben, welche Materialien auch funktionieren. Und ich erinnere mich noch, dass meine Mama unsere Schulbücher immer mit so einer Klebefolie eingeklebt hat. Das fand ich super faszinierend und da musste man das so über die Kante ziehen und am besten blasenfrei, sonst musst du das mit so einer Nadel einpieksen. Das hat mir mal eine große Freude gemacht. Nadel einpieksen ist auch wohl. Damit man keine Blasen zwischen der Folie und dem Stoff hat. Ich weiß zwar noch, das war total die Kunst, keine Blasen drin zu haben. Hat sich sonst mal das ganze Jahr geärgert, dass man eine Blase auf dem Buch hatte. Oder wenn man die dann so platt gerubbelt hat, hatte man so eine Falte. Ja. Na, Wobei ich auch sagen muss, dass, was wollte ich gerade sagen, dass diese Folie nicht ganz so stark klebt wie jetzt die Folie von den Bucheinbindungen und ich glaube nicht, dass es funktioniert, na, weil sonst bleibt die Nadel haften. Nochmal so ein Livestream machen, wo man nochmal Materialien verwendet, die eigentlich nicht zum Sticken gedacht sind, aber ich glaube, ganz viele Materialien und Sachen, die man so verwendet und benutzt, sind eben ursprünglich gar nicht fürs Maschinensticken vorgesehen, sondern nur so ein bisschen entlehnt. Und das finde ich großartig, dass man schaut, welche Materialien funktionieren. Ich gucke noch mal ganz kurz. Vielleicht können wir, während die Maschine stickt, sonst gleich auch noch mit unserem Win und Fail einmal starten. So. Daniel schreibt, sieht schwer nach Lacy-Platte aus. Ah ja, die Festplatte, genau. Ja, sehr gute Festplatte übrigens. Ein Profi und ich habe auch heute im Makema Stickcafé mit Marc und Aaron gesagt, dass wir einfach richtige Technik-Nerds sind, weil wir uns so dafür interessieren. Es ging darum, dass der Einfädler bei einer V3 nicht mehr funktionierte. Und wir haben so ein paar Tipps gegeben und wissen noch nicht genau, ob das die Lösung ist, aber es macht schon Spaß, genau.
So, Kerstin fragt, ob man zum Besticken von Filz besondere Sticknadeln benötigt. Und meine Empfehlung oder meine Meinung ist nein. Wir nehmen einfach immer die gleiche Nadel und im Idealfall, um ein schönes Stickbild zu haben, eine relativ dünne Nadel und arbeiten halt hauptsächlich mit 70er Nadeln. Genau. Und Dietmar ist jetzt nach 10 Wochen Homeoffice, vergisst man die Zeit und den Wochentag, aber jetzt hast du es auch geschafft. Liebe Grüße nach ich kann es nicht aussprechen, ich hatte schon mal das Problem, ich kann es nicht. Gölditz, ja. Und schön, dass du dabei bist. Ja, ist doch großartig, wenn man irgendwie die Zeit vergessen kann. Das ist doch toll, ja. Genau, Riad fragt, ob der Kleber nicht an der Nadel hängen bleibt. Und das war auch tatsächlich am Anfang so ein bisschen unsere Sorge. Deswegen gibt es extra Teflon-beschichtete Anti-Haftnadeln. Wir haben die jetzt auch mal bestellt und werden die in Kürze mit in unseren Shop integrieren. Allerdings, genau, siehst du, es funktioniert auch wunderbar ohne. Also die Klebewirkung von dem Filmoplast ist nicht so stark, als dass die Nadel daran hängen bleibt. Das ist ganz gut. Genau. Ich bin so neugierig, ich lehne mich hier die ganze Zeit drüber. Genau, Martina fragt, dass du Baumwolle auf Filmoplast fixiert hast und dann hat sich das gewellt, also der Stoff, beim Sticken oder erst im Nachgang? Also das ist jetzt wichtig, wenn es beim Sticken ist, liegt es, denke ich, eher am Einspannen. Wenn es sich im Nachgang wellt und man das abzieht, es darf halt nicht irgendwie gezogen werden in irgendeine Ecke, ne? Also eine Webware, Baumwollstoff-Webware, lässt sich ja in der Diagonalen auch ziehen ein bisschen. Da muss man gucken, dass man das eben einfach nur auflegt. Auch jetzt zeige ich einmal gerade, mit dem Make ist er bereits fertig, wo wir gerade stehen. Ich finde das ganz interessant zu sehen, dass der Stoff hier unten, das Material, geht hoch. Also es ist wirklich nur da fixiert, wo es jetzt gestickt wird. Mhm. Und das könnte jetzt auch genauso, wir haben hier zum Beispiel ein Kunstleder liegen, das lässt sich genauso gut besticken mit dem Filmoplast, weil es eben nicht einspannbar ist. Ne? Mhm. Du kannst es nicht einspannen und genau, könntest jedes Material jetzt damit verwenden. Und wie man hört, nutzen ja echt einige hier das Filmoplast. Das, ja, voll gut. Das ist überraschend. Ja. Richtig gut, genau. Ich habe gerade gesehen, Carina ist heute das erste Mal da. Richtig schön, dass du den Weg hier zu uns gefunden hast. Wir freuen uns immer auch über neue Zuschauer. Und ich habe auch gerade gesehen, dass relativ viele andere aus NRW hier sind. Voll witzig, die sich immer alle so connecten. Ja, wo denn aus NRW? Weil NRW ist... Ist ja auch deine Heimat. Ist ja meine Heimat auch. Also meine Heimat ist hier in Hamburg, aber da komme ich her. Monique sagt gerade, dass fragt, ob wir gar keine speziellen Stricknadeln verwenden. Und genau, also es ist tatsächlich so, dass wir meistens immer die gleiche Nadel benutzen und Daniel fragt gerade, ob wir die Nadel nach jedem größeren Stickprojekt wechseln. Das tun wir auch nicht. Aber man merkt am Geräusch und auch schon irgendwann am Stickbild, wenn die Nadel nicht mehr ganz spitz ist und dann tauschen wir sie aus. Aber ich muss sagen, das passiert jetzt nicht so häufig. Was wir machen, einfach für ein schöneres Stickbild, wir nutzen hauptsächlich, wie ich schon sagte, relativ dünne Nadeln. Gerade wenn ich dann ein bisschen feinere Schrift oder feinere Elemente sticke, dann ist es doch ein bisschen schöner mit einer etwas dünneren Nadel, ja, die nicht so grob ist. Ne? So. Entchen sagt, Grüße aus Hessen, Bettina, Alpen, am Niederrhein, aus Düsseldorf. Das kann ja auch zu Verwirrung führen, oder? Ist Alpen dann die Stadt? Alpen ist oder in die den Stadt. Alpen? Ja, man muss ja auch sagen, dass wir Ur-Hamburger, alles südlich der Elbe, ja auch schon die Alpen sind eigentlich. Und alles ist bergiger als im, genau. Hier Kreis im Norden. Kleve, genau. Hamburg ist sehr schön, aber ich muss dazu sagen, dass jetzt in NRW das Wetter in den letzten Tagen doch deutlich wärmer war als hier. Ne? Also wir waren doch immer so 5-6 Grad drunter und
Während die einen dann schon in Badehose gegrillt haben. Du bist doch auch in Badehose. Ja, ja, ich hatte ja vor, rauszugehen. Nur fürs Gefühl. Ja, aber heute waren es auch nur 19 Grad und das ist hier ja. Für Hamburg schon Hochsommer, ja. Ach, ich brauch's doch nicht so heiß. Ja. Else Apfelmus sagt, Hamburg ist die schönste Stadt der Welt, sagt man. ja. Sagt man. Lass ich jetzt einfach mal so stehen. Einige. Genau. Vor allem Hamburger. Vor allem Hamburger, genau. Aus Berlin, Kreis Heinsberg. Wir sind fast fertig. Na, es fehlt noch ein Ausrufezeichen. Es fehlt noch ein Ausrufezeichen. Anni ist auch da. Anni ist da. Konfetti-Regen, Grüße aus Berlin und alles Gute nachträglich. Und du hast jetzt eine 3 vorne stehen. Darf ich das sagen? Das ist voll gemein. Das ist jetzt raus, ne? Aber alles Gute nachträglich an dieser Stelle. Also wir sind wirklich sehr Multikulti heute unterwegs, ne? Bodensee, fast in den Alpen. Aus unserer Sicht wahrscheinlich, genau. Genau, jetzt noch das Ausrufezeichen. Und dann ist die Frage, bevor wir weitermachen, habt ihr Lust auf 3 Minuten Kurzfilm? Ich habe da noch was vorbereitet. Ich hab da mal was vorbereitet. Wenn wir jetzt mehr als 15 Leute zusammenkriegen, die sagen, sie haben jetzt Lust auf einen entspannten 3 Minuten Kurzfilm, den ich gemacht habe, zum Thema Scheren. Also wie entsteht so eine Schere? Dann würde ich den jetzt abspielen. Und im Anschluss geht's weiter. Es ist ja so ein bisschen Austausch hier. Und danach? Ich sage das deshalb, weil ich war vor 2 Jahren, etwas über 2 Jahren, bin ich nach Hasefeld gefahren. Das ist wirklich am ADW in Buxtehude. Also durch Buxtehude muss man wirklich durch. Bei uns sagt man, Buxtehude ist so da, wo man den Ort, den es nicht gibt, aber den gibt es wirklich, da musste ich durch. Und genau, ich habe mir mal angeschaut, wie diese Scheren produziert werden. Julia von der Scherenmanufaktur Paul hatte mich damals empfangen als einzigen Gast sozusagen und hat eine Werksführung gemacht. Und ich bin dahin, sah noch ein bisschen anders aus vor 2 Jahren, aber das Videomaterial von dieser Festplatte habe ich eben kurz zusammengeschnitten. Ich habe ein schönes Lied drunter geschnitten und ja, das zeige ich euch jetzt. Wie so eine Schere entsteht. Das bin ich auch gespannt, und ich habe das auch noch nicht gesehen. Es ist eher ein Kunstfilm, aber es ist eine Produktion in Deutschland mit deutschen Arbeitern und ja, also ich finde das wichtig in der heutigen Zeit. Nicht, alles und nicht irgendwie aus Fernost und das Metall, es ist alles aus Deutschland und dass man so einen Eindruck davon bekommt, wie so eine Schere eigentlich produziert wird. Und ich würde sagen, wie sagt man im Fernsatz? Film ab. Thank you.
Genau, also Dietmar hat, also das richtig erkannt, es tut mir leid, wenn die Musik jetzt zu laut war und das ein oder andere Kind aus dem Bett gefallen ist. Das war nicht meine Absicht. Ist dann anders die Lautstärke eingestellt sozusagen. Genau. Also über Musik lässt sich ja streiten, über Geschmack lässt sich nicht streiten. Das ist eins meiner Lieblingsmusikstücke. Wenn Leute sagen, das ist schrecklich, ist natürlich persönliche Meinung. Aber das ist klassische Musik und die ist aus dem Film 7. Ein Film, den ich sehr mag und der irgendwie sehr crazy ist. Genau, und da gibt es eine Szene und ich liebe einfach dieses Lied und dann habe ich sie hier drunter gemacht. Wahrscheinlich kriegen wir jetzt auch Ärger von YouTube. So. Ach Mensch, sonst soll man sich was anderes dazu anmachen. Genau, genau. Super, also, dann... Aber ich finde das auch total spannend zu sehen und du sahst so richtig niedlich aus. Ja. Ist jetzt wie lange her? Ist etwas über zwei Jahre her, genau. Genau, ja. Ja. Genau. Und genau, Verena Ross schreibt, sie hat sich für Rosa, glaube ich, entschieden, soweit ich mich erinnere. Und hast sie jetzt, und wir können auch nur sagen, dass sie gut schneidet. Wir werden das gleich noch einmal vorführen, aber das ist jetzt nicht einfach nur die Scheren machen, sondern die sind hier relativ bekannt mittlerweile. Und, genau, die ganz gute Scheren machen. Ja. Genau. Ich werde jetzt hier mal weitermachen, ne? Genau, ich... Was? Ich habe die falsche Dings. So, ich will doch, dass man es komplett sieht. Ah. So. Okay, ich könnte es auch rausnehmen. Kriegt man hier noch was zwischengestickt, ist wahrscheinlich nicht mehr genug stabilisiert. Dann nehme ich es mal raus. Sonst kann man die Reste ja später immer noch mal einspannen. Genau, ne? Stimmt. Genau, also nicht oder wegschmeißen. Zur Fehlerbehebung. Genau, man kann es jetzt einfach rausreißen, weil es ja ein Reißvlies ist. Ja. Genau, so. Das sieht auch schon mal sehr schick aus. Das ist heute hier richtig so der Crafting-Stream. Ich habe meine ganzen Sachen. Sonst mache ich dir einmal. Genau, ich kann ja hier ein bisschen ja rangehen. Ich schneide einmal hier noch so diesen kleinen Faden ab, den er nicht mitgenommen hat. Auf der Rückseite ich auch nur ganz grob. Das ist ja egal, weil ich das jetzt noch zusammenkleben möchte. Und dafür nutzt du jetzt... Genau, dafür nutze ich jetzt, ich überlege nur gerade, ich glaube, ich werde mit einer sogenannten Schere hier nochmal ein Stück schon mal abschneiden, glaube ich. Ja. So, weil jetzt bevor ich es klebe, kommt noch ein weiterer Hack und zwar hier bei diesem Schlüsselanhänger haben wir ja so eine Öse eingesetzt, das kennt man ja irgendwie, solche Schlüsselanhänger wahrscheinlich, hat das jeder schon mal gesehen, mit so einer Öse drin, das kann man natürlich auch machen. Wir haben jetzt noch einen anderen Hack, wenn man nicht solche Ösen hat, und zwar einfach einen Locher. Genau, das haben wir hier bei so einem vorgefertigten, das ist auch mit dem gleichen Material gemacht, Schlüsselanhänger gesehen und dachten so, ja, ist natürlich auch simpel und wenn man nicht so viel Zeit und nicht so viel Ösen hat, dann kann man natürlich auch einfach ein Loch reinmachen, da das Ganze ja nicht ausrippelt. Das heißt, das mache ich jetzt einmal gerade. Ich hoffe, ich mache es jetzt schön gerade. Genau in die Mitte und jetzt ist er so... No pressure? Bisschen verschoben. Ich habe mich gerade voll erschreckt, weil ich das, während ich runtergedrückt habe, weil es weggerutscht ist. Genau, hier, das sieht wirklich... Ich glaube, dass wir generell so ein bisschen leise sind hier. Und deswegen war die Musik wahrscheinlich entsprechend laut, ne? Dass ihr schon auf Anschlag seid. Tada! So. Wunderschön. Cool. Genau, und auf die Rückseite möchte ich jetzt hier dieses Kunstleder machen. Auch das werde ich dafür einmal lochen. Ich habe jetzt, das ist auch ein kleiner Tipp, weil ich hatte das hier probiert und das war dann relativ friemelig, dass man das Loch genau an die gleiche Stelle kriegt. Vielleicht auch nur für mich, weil ich immer so ein bisschen chaotisch bin. Aber deswegen werde ich jetzt einfach ein größeres Stück nehmen. Dann kann man sie ja genau aufeinander legen und nochmal zurechtschneiden. Das heißt, hier mache ich jetzt auch noch einmal ein Loch rein. So. Und das klappt ja echt gut, ne? Für mich über Art Attack. Wer kennt noch Art Attack? Art Attack, ist das Super RTL? Ja, oder? Ich glaube schon. Ja. Ihr braucht nur einen Locher. Und genau, die kann ich dann jetzt hier gleich zusammenlegen. Und jetzt werde ich benutzen, wenn ich zu schnell bin, sag dir Bescheid, weil du bist immer, glaube ich, gerade parallel so ein bisschen am... Ja, ich lese, mach den Kameramann, den Moderator. Ja. Genau. Wer von uns schon mal das Patch-Set gekauft hat oder Patches gemacht hat, der hat ja auch BSN zu Hause. Und das ist jetzt nämlich auch ein Trick, was man mit diesem BSN noch anstellen kann. Also das ist sozusagen eine Klebefolie für Patches, die man sozusagen draufbügeln kann und dann... sozusagen, wenn man den Patch zum Beispiel verschenken will oder auf etwas anderes kleben, dann nimmt man die zweite Seite auch ab und kann es fest draufbügeln. Genau.
Und das kann man hierfür jetzt natürlich auch perfekt nutzen, wenn man das jetzt nicht zusammennähen möchte oder so. Um diese Materialien eben miteinander zu verbinden, ne? Also ich kann ja sonst einmal, müsste eigentlich der sein, ne? Wenn du den nach vorne hältst oder sonst mache ich die nochmal ganz kurz an, da sieht man es, glaube ich, ganz gut. Das sieht ganz schön aus, wie eine Milchschnitte. Eine Milchschnitte hier, genau. Wenn man es dann nachher die beiden Stoffe gemeinsam abschneidet, dann sieht der Schlüsselanhänger so aus, weil man eben zwei Materialien, das Filz und eben ein Kunstleder aneinander geklebt hat, ne? Mit dieser BSN-Folie und nicht mit, sag schon, wir hatten mal Textilkleber und in einer unserer allerersten Videos und da haben wir so viel Nachfragen für bekommen, wo kriegt man das, wie kann man das, und dann haben wir irgendwie einen Link auf Amazon oder in irgendeinem Fachgeschäft geschickt und genau, wir haben das danach gar nicht mehr so benutzt, ne? Weil wir haben dann lieber die Patches eben angenäht, nachträglich, oder BSN hält halt auch Bombe. Ja. Genau. Ich habe mir jetzt hier schon, ich habe mal was vorbereitet, schon mal einen Streifen rausgeschnitten. Und den werde ich jetzt zuallererst, es muss halt haargenau passen, damit die Klebebeschichtung nicht überall hinschmiert. Und genau, das muss ich jetzt hier noch einmal anpassen. Das darf ich jetzt wahrscheinlich eigentlich nicht machen. Ja. Mit der Stoffschere das hier schneiden. Genau. So. Genau, und jetzt, ich kann das ja einmal gerade hier zeigen, aber ich werde es dann hier gleich drüben bügeln. Achso, da willst du ja mal drüber kommen. Ja, das war die Überlegung. Bügelstation. Guck mal, Bügelstation einmal aufgestellt. Schaut mal. Haben wir ja gesagt, wir können das Bügeleisen nicht so gut ins Bild holen, deswegen gehen wir einfach hier rüber. Perfekt. Oh, ich habe so Muskelkater, Leute. Ich habe das erste Mal seit 10 Jahren wieder Sport gemacht. Genau. Ich muss mal ganz kurz mitlesen. Also, Dietmar sagt, ich mache Schlüsselanhänger als Applikation auf der Stickmaschine, klappt sehr gut. Genau. Und einen weißen Bastelkleber. Ich glaube, da geht's dann auch um Art Attack. Genau. Das kriege ich nicht mehr gescheit mit Papier. Ein weißer Bastelkleber. Ja, und in Deutschland hat man sich immer gefragt, wo bitte kriegt man einen weißen Bastelkleber her, ne? Genau. So. Aber jetzt haben wir auch so eine ganz fancy Handkamera hier. Ja, ist eigentlich ganz cool, ne? Ja, ist cool. Genau, ich lege das jetzt hier haargenau drauf. Erstmal nur auf die eine Seite. Und damit ich jetzt nichts vollschmier, kommt noch Backpapier zum Einsatz. Also, Sandwich machen. Wie lange war das jetzt? 15 Sekunden? Ja, so 15 Sekunden. Unser Patch-Spezialist. Patch-König, genau. Patch-König. Genau, und jetzt Blackjack fragt, Test, liest Marc diese Nachricht? Marit hätte die auf jeden Fall gelesen. Weiß nicht, worauf du hinaus möchtest. Ja. Danke, Blackjack. Ja, Marit kann Maschine bedienen und gleichzeitig den Blick auf den Chat halten. So, Leute, ich werde hier öffentlich gedisst. Gedisst. So, das ist noch heiß, ne? Ja, deswegen müssen wir kurz warten, aber genau. Ich lasse das Bügeleisen jetzt heiß. Also in diesem Zustand... Don't do this at home. Genau, in diesem Zustand ist der Kleber von der BSN-Folie noch flüssig. Sobald das abgekühlt ist, kann man dann jetzt eben diese Karo-Folie gleich abziehen und dann kann man das mit dem anderen Stoff verbinden, indem man es bügelt. Übrigens, wenn ihr Stickereien habt und hinterher nochmal drüber bügelt, wird das Stickergebnis noch schöner. Ein kleiner Tipp. Also es wird irgendwie noch gleichmäßiger, weil sich die Faser durch die Hitze des Bügeleisens nochmal ein bisschen verändert. So, aber nur auf einem Stoff bügeln, der auch bügelbar ist. Ja? Nicht Lycra nehmen zum Beispiel. Auf gar keinen Fall. Und vor allem nicht, wenn man schon damit eine Applikation gemacht hat und nur noch einmal das Finish bügeln will. Und dann vor allem nicht Lycra bügeln. Und nicht, wenn man beim nächsten Tag in München bei Burda eingeladen ist und kurz vorher nochmal über den Pulli bügeln möchte und dann das Lycra wegschmilzt. So. Dann erst recht nicht. Ja. Sieht aber ganz schön wellig aus. Oder täuscht das? Worauf willst du hinaus? Was sieht wellig aus? Das Zugeschnittene, also das schneiden wir. Also ich habe es ein bisschen schief geschnitten. Genau, das kann man aber noch gerade machen, ne? Also genau, als Beispiel, wo haben wir denn unsere Vorlage hier? Genau, das ist zum Beispiel
Kann ja nochmal. Wie gesagt, ich bin ein bisschen ein chaotischer Arbeiter. Ich bin mehr der Perfektionist, muss ich an dieser Stelle sagen. Aber ich kann nicht die Maschine bedienen und gleichzeitig die Kamera halten. Genau. Und den Chat angucken und reden. So hat jeder seine Fähigkeiten. Genau. Monique fragt, worin besteht der Unterschied zum Flisofix? Einfach andere Marke oder eine Ecke besser? Die Frage kann ich nicht beantworten. Hast du da eine Ahnung? Also ich, mit Flisofix haben wir jetzt selber noch nicht wirklich gearbeitet, deswegen können wir wirklich nicht viel dazu sagen. Das Einzige, was wir sagen können, ist, dass BSN eben das Material ist, was eigentlich aus der Industrie kommt. Also das wird eben in der Industrie eingesetzt. Und da kann man immer davon ausgehen, dass es halt sehr gut ist. Also ja, deswegen, wenn man es zum Beispiel, genau, ihr kennt das vom Plotten, wir sind jetzt nicht die größten Plotter-Fans, einfach weil verdammt viel Müll dabei entsteht, also jedes Mal, wenn man dann was plottet, aber wenn man eine Presse hat, um Sachen wie BSN eben drauf zu machen, hält es noch besser. Also wenn man jetzt nur ein Bügeleisen hat, haushaltsüblich wie wir, würde ich es halt nicht mehr als 30 Grad waschen. Wenn man eine Presse hat, kann man es eben auch heißer waschen. Und Kunstleder soll man doch nicht bügeln, oder? Na, das finden wir gleich heraus, ob man das kann. Aber man sollte es nicht von rechts bügeln. Also nicht von dieser Seite bügeln. Aber andere Seite ist schon okay. Das verändert sich nicht in der Struktur. Genau. Martina sagt, wenn man allerdings zu lange bügelt, verschmilzt das Garn miteinander und man kann sich das Bügeleisen versauen. Heute erst geschafft. Ja, haben wir auch schon geschafft. Insofern immer vielleicht ein bisschen Backpapier oder so dazwischen legen. Das war immer bei uns, in der Uni immer so das, die größte Diskussion. Da hatten wir so eine große Presse und da ist es natürlich auch immer mal wieder vorgekommen, dass jemand die Einlage falsch rum raufgelegt hat und die Klebe dann entweder an die Presse ging oder ja, irgendwo hin, wo es gar nicht hin sollte. Ja, das ist natürlich dann super ärgerlich für alle anderen, die dann pressen wollen. So, genau. Hier, das glänzt jetzt schön. Habe ich gar nicht. Gezogen. Sorry. Mann, wir sind ja live auf Sendung also und du ziehst einfach die Folie an. Okay, ihr stellt euch jetzt vor, die Folie wäre noch drauf. Guck mal, ich ziehe es für euch nochmal ab. Guck mal. Wow, wie leicht das abgeht. Genau. Genau, das glänzt. Also man sieht jetzt, dass der Kleber natürlich perfekt verteilt ist, anders jetzt als ein Textilkleber zum Beispiel, genau. Auch bis an den Rand geht. Und jetzt nimmst du mein Gegenstück und kann jetzt, dadurch, dass es ein bisschen größer ist, halt die Löcher genau aufeinander legen. So, oh, ganz schön schief. Weil ja, aber dann... aber ich schneide es ja gleich noch aus. Genau. Und das jetzt einmal auf, wieder zum Bügeleisen, genau. Ne? Genau. Bleibt dran, ich nehme euch mit. Na, hier rüber. Und sind auch schon wieder... Guck mal, könnt ihr einmal schauen, wie toll Marit den Stoff sortiert hat. Ich habe ihn wirklich sortiert. Ja. Ich habe, ja, sehr viel Mühe gegeben. Wie oft sortiert ihr euren Stoff? Ich finde, Stoffe müssen sortiert sein. Richtig heiß, ja? Mhm. Hast du auf 3 stehen? Will nicht. Nö. Nee, nö. Dann mach mal nicht zu lang. Dumme Ratschläge vom Tisch. Okay, ich glaube, es reicht. Ich habe Angst. Ich habe das doch eben schon gemacht. Hat es geklappt? Ja. Ja. Genau. Jetzt ist es natürlich noch so ein bisschen. Ist auch heil geblieben. Jetzt ist es noch ein bisschen was. Noch ein bisschen warm natürlich. Ja? Jo. Cool. So. Man muss eigentlich Stecker immer raus. Nur darauf achten, dass die Ränder gut verklebt sind, damit sich das nicht aufbröselt. Genau. Kerstin sagt gerade, dass Flisofix sich hervorragend zum Applizieren mit der Nähmaschine eignet. Wenn man Stoffe zum Beispiel beim Applizieren, geht ja auch Applikationen sticken mit der Stickmaschine, Stoffe vorher mit BSN versieht, sozusagen aufbügelt, ist es der gleiche Effekt, ne? Dass der Stoff, zum Beispiel eine Webware, schön glatt bleibt. Ja, also ich glaube, es ist sehr ähnlich. Genau. Okay, Extra Kick sagt, BSN-Folie ist viel dicker. Gut, dass wir dich haben, weil wir noch nicht so viel mit Flisofix
gearbeitet haben. Du in der Uni wahrscheinlich, aber das Material ist, ich glaube, einfach deutlich mehr Kleber als Flisofix, ne? Ja, super. Vielen Dank für den Tipp, Extra Keks. Genau. Jetzt gucken wir mal ganz kurz. Genau. Genau, also eine Frage, was man befestigen möchte, sagt Monique. Wenn es halt halten soll wie ein Patch, dann scheint BSN besser zu sein. Wenn man nur irgendwas stabilisieren möchte zum Applizieren, vielleicht auch zum Nähen mit der Nähmaschine, dann vielleicht eher Flisofix. Genau. Ja. Genau. Sim fragt, kann ich das nachschauen? Kannst du. Nach dem Livestream, genau. So. Hexenspucke. Ja, okay, Hexenspucke sagt mir tatsächlich schon mehr als Fliesewesen. Ich kann immer nur den, ja, saloppen nahen. Ja. So, Hexenspucke, super. Hexenspucke. So, dann würde ich sagen, machen wir weiter, oder? Genau, mir ist gerade aufgefallen, dass wir noch gar nicht das Freebie erwähnt haben. Stimmt, jetzt, Leute, sagt Aber doch was. genau. Der Schriftzug Magma, den kriegt ihr hier Ich natürlich auch als blende den Freebie. einmal kurz ein. Hier, mit Sushi. Guck mal, ich habe mir besonders Mühe gegeben, aber ohne Ton, dass hier niemand aus dem Bett fällt. Nochmal. Das finde ich voll witzig, dass du da einfach mal Sushi reingemacht hast. Wer von Ja. euch mag Sushi? Ich würde Sushi total gern mögen, weil ich finde, das sieht so schön aus. Ich finde, das ist eines der ästhetischsten Essen, aber ich mag es leider gar nicht. Und du? Nee, ich bin nicht. Isch. Ich bin nicht so der Fan von kaltem Fisch. Cold Fish. So, ich brauche mal hier Ditte. Ditte? Ditte. Heute packen wir aber auch alle Dialekte aus hier. Ditte. Ja. Petra fragt, wie verfahre ich denn mit der Rückseite von besticktem Jersey-Klamotten? Was meinst du genau? Also, weil dann die Fäden noch offen sind und sozusagen du das irgendwie abdecken möchtest. Da haben wir ein Material, wenn du es halt wirklich perfekt haben möchtest, das nennt sich Tender Touch. Und dieses Material, ich kann das ja mal ganz kurz zeigen. Jetzt sehen alle, dass ich eine Badehose Ach, anhabe. die hast du doch eh Ah schon ja, habe an, ich ja hast schon du mir gezeigt. gegeben. So. Aber ich habe so schief bei Hand geschnitten. Soll ich noch parallel zeigen, was du machst? Lieber nicht. Ich muss den Makis ja beweisen können, dass ich gleichzeitig eine Kamera halten kann, reden kann, den Chat lesen kann und ein Pro Genau, also Tender Touch ist relativ, da braucht man wirklich nicht viel von. Das ist halt ein Material, das wird auf die Rückseite der Stickerei aufgebügelt und verhindert eben, dass es dann kratzt, die Stickerei, falls du das meintest. Genau. Das sieht ja ganz schön schief aus, Ganz was schön ich hier schief. ursprünglich gemacht habe. Okay, gut. Ich lese mal lieber den Chat Ja, weiter. so, ich Genau. glaube, es ist noch nicht ganz Marina fertig. und Aga sind leckere, sind Sushi-Fans. Ja. Sushi-Fans. Und Art My Heart sagt, mag nur Veggie-Sushi. Wenn ihr uns einen Gefallen tun wollt, müsst ihr natürlich nicht, freuen wir uns, wenn ihr uns für dieses Video einfach einen Daumen nach oben gebt. Einfach unten auf den Daumen nach oben klicken, das wäre grandios. Unten auf den Daumen nach oben Unten klicken. auf den Daumen nach oben klicken. Genau. Ja, genau. Nur kein Thunfisch wegen den Delfinen. Ja, das ist richtig. Das stimmt. Ich habe auch gehört, dass gerade jetzt in der Corona-Zeit Thunfisch mega beliebt ist, weil man das ja eben auch gut auf Vorräten halten kann. Und 1984 ist jetzt dass ein jetzt Maki. der Thunfisch auch super überfischt ist. Also der Thunfisch an sich, ich weiß nicht, ob das Jetzt immer gerade, schon ist, aber das jetzt noch was mit ganz Corona zu besonders, tun ja. hat. Okay, Also weil habe ich immer viele dann wahrscheinlich gelesen. Dosen kaufen einfach, ne? Also als Aber ich Vorrat. glaube, der ist sowieso sehr gut Ja, gefischt. gut gefischt. Okay. So, ist es gerade? Ich sag mal, Gerade geht's nicht. gerade geht's nicht. Und jetzt zeig mal die Kante. Sieht auch gut aus. Ne? Also einfach die Kombination und es hat eine ganz gute Stabilität, ne? Ja, genau. Schöner Das ist das Schlüsselanhänger. Ergebnis. Genau. So, wir haben hier gerade eine Sushi-Diskussion, glaube ich, ausgelöst, ne? Losgetreten. Kleine Sushi. Genau. Nicole, mach dir keine Sorgen, wir lassen den Gutschein erstmal noch drin. Also alles gut. Mach dir keine Sorgen, kannst du auch später noch runterladen. Oder wenn du wieder zu Hause bist, alles gut. Genau. Stefan Geis schreibt auch, ah, lecker Sushi. Und hier, Wahnsinn.
Die Folie, ich muss kurz überlegen, die Folie ist nicht wasserlöslich oder da bleiben Reste am Stoff, da geht dann auch Tender Touch, oder? Also Tender Touch ist natürlich ein Material, was man aufbügelt von der Rückseite dann. Und das bleibt dran. Und das deckt dann die Stickerei ab, damit es nicht kratzt zum Beispiel. Wenn du sagst, dass du Jersey bestickst und das ist, genau, man, meistens ist es an der Innenseite, man trägt es, dann sieht man es halt eh nicht. Wenn du aber etwas besticken möchtest, was man von beiden Seiten sieht, dann kannst du ja einfach Obergarn, also Stickgarn, auf die Unterspule aufspulen, sodass du dann, wenn man es von beiden Seiten sehen soll, ich weiß jetzt nicht, ob ich das richtig verstehe, das Stickergebnis von beiden Seiten dann auch sehen kann. Genau. Ja. Ja. So. Tender Touch haben wir bislang noch nicht im Video gezeigt, einfach weil wir es auch noch nicht so lange haben und es ist gerade auch gar nicht so leicht, es da ranzukommen. Also wir haben schon ein bisschen Nachschub bestellt, aber genau. Und genau, aber ich habe, wenn man auf das Produkt geht, könnt ihr ja gerne mal machen, auch im Video gezeigt, also nicht im Video, in Fotos gezeigt, wie das Material eben verwendet wird und wie es dann im Ergebnis aussieht. Ne? Also das Material, der Stoff, der bleibt trotzdem noch flexibel und weil es eben sehr, sehr dünn ist, dieses Tender Touch. So, genau. Also gar kein Problem. Ich bin ja gerade. Willst du mitlesen? Ja, also ich habe gerade gelesen von Pebbles. Was ist ein Makey? Was ist ein Makey? Genau. Will jemand erklären, was ein Makey ist? Also wir nennen das alles, was wir machen, einfach Make mal im Sinne von mach mal. Und alle, die in der Facebook-Gruppe sind oder auch schon ewig uns seit Twitch und so hier verfolgen, die nennen wir Makeys. Und genau, wer jetzt sozusagen uns abonniert hat und dann poppt da das kleine tanzende Kätzchen auf, das ist ein Makey, also einer von uns hier. Wir genau. Alle gemeinsam. Das ist ein offizieller Makey. Super. So, Schokolade, kalter Fisch, Gutschein, Fragezeichen, wann und wo gibt es einen, bin das erste Mal dabei. Ich blende ihn nochmal gerade ein und Blackjack, unser Moderator, hat den auch schon geschrieben in den Chat, also einfach makema.de und dann Happy Stream eingeben dieses Mal, eine Erfindung von Marit, dieses Wort. Das Wort Happy Stream. Finde ich auch gut, wir brauchen mal ein bisschen Happiness heute. Und dann wird er einfach das Produkt in den Warenkorb gelegt und der Gutschein und dann kannst du es einfach runterladen. So, hattet ihr nicht das nicht in dem Patch-Video? Tender Touch hatten wir noch nicht im Patch-Video, aber BSN hatten wir im Patch-Video. Also alle, die schon Patches fleißig gemacht haben, dieses Material könnt ihr natürlich nicht nur für Patches einsetzen, sondern auch um zwei Stoffe miteinander zu verbinden und man muss sich jetzt schon echt Mühe geben, um die wieder voneinander zu trennen. Seid kreativ, was auch immer. Nutzt die Materialien für alle Ideen und kreativen Möglichkeiten, die ihr so in eurem Kopf habt, um Materialien eben ganz kreativ einzusetzen. Ne? Ja. Und jetzt haben wir noch gar nicht gezeigt, wofür wir eigentlich das Feuerzeug am Anfang gezeigt haben. Stimmt, aber und ich traue mich jetzt auch nicht. Ich traue mich nämlich auch nicht. Ich würde das vielleicht hier einmal gerade an diesem Schlüsselanhänger zeigen, weil mit einem Feuerzeug gehe ich jetzt einfach mal davon aus, dass man das Kunstleder ja mit anflammen würde. Wenn man aber jetzt nur dieses Material hat und man super sauber abschneidet, hat man auch eine tolle Schnittkante, die eben nicht ausfranst. Wenn man jetzt eine nicht so scharfe Schnittkante hat, dann ich mache jetzt einfach mal so. Jetzt kommt Feuer, Leute. Eine Feuershow. Dieser hier ist ziemlich sauber abgeschnitten. Also das ist die Kombination, die du da gebaut hast. Mhm. Dieser Schlüsselanhänger, man kennt das vielleicht, der sieht fast so aus wie etwas, was man so kaufen kann im Laden. Wenn das hier am Rand so ein bisschen ausfranst, einfach weil die Schere nicht so scharf ist, kann man, willst du vielleicht sonst einmal das zeigen? Dann haben wir es. Mhm. So, dann ist es noch ein bisschen hier rüber, zu mir vielleicht, so, dass man die Kante, jetzt haben wir das Feuer, Action Stream, und sobald ich hier diese kleinen Härchen berühre, darf man natürlich nur so ganz leicht,
Nur die Hitze schmilzt in die Nähe. Schmilzt das. Hier bin ich ein bisschen zu nah dran gekommen. Ich wünschte, ihr würdet es fühlen können, weil hier ist jetzt du so musst einmal die Kamera... Entschuldigung. Nochmal. Genau, hier ist so richtig so eine harte Kante jetzt. Genau. Also. Und das ribbelt halt jetzt nicht mehr auf. Ne? Also nur mit dem Feuerzeug so ganz leicht in die Nähe. Es ist halt ein Polyester, reines Polyester, dieses Filz. Und genau, dann hat man ganz schöne Sachen. Kann man auch noch mitarbeiten. Genau. Kante. Ich habe hier gerade so von der Seite gespäht, dass Kerstin geschrieben hat, ich sehe heute total müde und fertig aus. Und danke Ulrike, ja, ich mag das Kleid auch sehr gerne. Okay. Aber ja, das bin ich auch irgendwie. Und ja, vielleicht auch vom Sport, was auch noch irgendwer geschrieben hatte. Ne? Ja. Ja, viel passiert, ne? Und dann steht man, irgendwie so um, weiß ich nicht, 6:30 auf und ist dann wach und macht den ganzen Tag und schreibt und tut und dann steht abends dieser Stream an, aber wir haben ja am Anfang gesagt, dass wir uns wahnsinnig darauf gefreut haben total. Und unsere Laune ist jetzt auch schon deutlich besser als vorher. Danke euch auch, weil ihr hier so tolle, nette Sachen reinschreibt. Ja, klar. Und entschuldige mich an dieser Stelle nochmal für die Musik. Aber einige haben gesagt, sie fanden die Musik auch schön insofern und ich finde sie auch schön. Ja, das darfst du dir auch nicht so zu Herzen nehmen. Wir nehmen uns immer solche Sachen dann direkt so zu Herzen. Sehr zu Herzen. Ja, ja. Genau. Und deswegen haben wir uns ganz viele tolle Kommentare von euch abgespeichert. Also viele, viele nette Kommentare. Und wenn dann mal irgendwie was kommt, was uns sticht, was uns piekst, dann lesen wir einfach die Kommentare und sagen, ja, ist nicht die Meinung von der Gesamtheit. Cool. Ich überlege gerade, ob wir jetzt in diesem Sinne einmal gerade zu unserem Win und Fail kommen. Sehr gute Idee. Weil bei mir wird es eigentlich auch passen. Sehr gute Idee, genau. Wir haben eine Kategorie, die meisten kennen das, weil ich die meisten hier aus dem Stream kenne und wir das ja jedes Mal machen, aber die, die neu dabei sind, wir haben eine Kategorie, die nennt sich Win und Fail und da berichten wir und auch ihr, was euch in den letzten 2 Wochen seit dem letzten Stream Tolles widerfahren ist oder eben auch Blödes passiert ist. Und ich kann ja schon mal vorweg sagen, mein Fail ist, dass ich mein Fail vergessen habe, was wiederum ein Win ist. So. Das stimmt. Man sollte sich nicht mit den Win und Fails. Soll ich mal direkt einsteigen? Unbedingt. Genau, weil apropos auch, ich sehe müde aus und so oder wir nehmen uns Sachen zu sehr zu Herzen. Ich habe ja an einigen Stellen, glaube ich, schon mal so ein bisschen angeteasert. Ich weiß nicht, wer von euch das weiß, dass ich halt gerade auch jenseits von Magma, so was nichts mit Magma zu tun hat, an einem großen Projekt arbeite. Und genau, das habe ich noch nicht erzählt, an was. Und das werde ich auch jetzt nicht tun. Aber ihr werdet es in diesem Jahr noch erfahren. Ja, eigentlich auch relativ bald. Ich glaube, ich wollte auch das euch bald sozusagen mit euch teilen. Aber das ist eigentlich voll das Herzensprojekt von mir und was mir auch total viel Spaß macht. Aber heute war irgendwie so ein Tag, wo das erste Mal irgendwie so eine Meinungsverschiedenheit in dem Projekt, das ist jetzt natürlich relativ abstrakt, aber wo es um verschiedene Meinungen ging und mir fällt es total schwer, irgendwie Sachen zu kritisieren oder für meine Meinung einzustehen, wenn ich Angst habe, halt Leute zu verletzen oder dass ich dann irgendwie doof dastehe oder so. Und ich merke, wie mir die Diskussion heute, das war ja nicht mal eine richtige Diskussion, aber mir das so viel Kraft gekostet hat, dass ich jetzt hier echt total müde bin. Ja. Und das war so ein bisschen mein Fail, aber gleichzeitig denke ich, ist es auch wichtig, irgendwie ja, so für das zu kämpfen, was man... Das ist wichtig. Leute, wenn ihr Träume habt, wenn ihr Ziele erreichen wollt, müsst ihr dafür kämpfen. Und da kann man nicht eine falsche Bescheidenheit oder falsche Zurückhaltung im Leben haben. Das machen wir zum Beispiel viel zu oft, dass wir uns dann zurücknehmen oder man sich entschuldigt, wie gerade für die Musik. Ich habe gehört, die wird oft irgendwie an traurigen Anlässen auch gespielt. Und dann kann ich das wiederum verstehen, dass dann andere eine andere Einstellung oder... Meinung dazu haben und ein anderes Gefühl damit verbinden. Aber es ist wichtig, eben für das, was man tut und für das, was man brennt, total einzustehen. Und wenn es zum Beispiel darum ging, auch man hat ein Hobby und eine Anschaffung und hier in der Runde ist es ja ganz oft auch ein Thema, dass man zum Beispiel keinen Platz hat für das Hobby Nähen oder Maschinensticken. Mhm. Ich finde, für den einen ist es ein günstiges Hobby, für den anderen ist es ein teures Hobby, dass man sagt, ich verzichte auf dies oder das, um mir das oder das auch leisten zu können, ist bei uns natürlich genau das Gleiche.
Und jeder empfindet es anders, aber man muss für das, wofür man brennt, einfach einstehen. Und ja, das ist unser Learning auch. Ja, großartig. Ja. Ja. Und genau. So, ich werde euch bald verkünden, worum es geht. Ja, vielleicht schon bald. Ja. Vielleicht schon nächstes Mal. Cool. Also Marina sagt, euer Win ist, dass eure Kleine wieder in den Kindergarten darf. Und jetzt muss dein Nähzimmer erstmal aufgeräumt werden. Ja, ich weiß, das steht einem dann immer so ein bisschen bevor, wenn man ein größeres Projekt hat zum Aufräumen. Aber großartig, dass das wieder so ein bisschen, so langsam wieder so ein bisschen Alltag ins Leben kommt, ne? Verena sagt, du machst uns neugierig. Völlig zu Recht. Also, ihr werdet überrascht sein. Ich glaube, mit dem, was Marit auf die Beine gestellt hat, wird hier niemand rechnen. Ihr werdet wahrscheinlich an alles denken, nur nicht an das, was kommt. So. Jetzt legst du noch einen drauf. Ja. Pebbles sagt, Stickeinheit ist da und fail es, du musst fürs Examen lernen und hast keine Zeit. Oh, kennen wir. Mhm. Ja, das kennen wir nur zu gut. Ich meine, unser Studium ist auch nicht so lange her, gerade deins ist nicht so lange her und dann müssen halt so Herzensprojekte so ein bisschen hinten anstehen und wenn das dann da schon steht und man will loslegen, dann kann ich nur sagen, ich habe neulich einen ganz guten Trick gehört, wenn man für eine Examensarbeit lernt oder auch was schreiben muss, ein Teelicht brennt 4 Stunden und das ist eine ganz schöne Sache, wenn man beim Lernen sich ein Teelicht anstellt und dann wirklich nicht prokrastiniert, sondern wirklich kontinuierlich und konstant lernt, dann kann man sich doch abends... Sagen wie die Pomodoro-Technik. Pomodoro-Technik. Pomodoro-Technik, nur genau. Halt auf eine romantische Art und Weise. Mit einem, nicht mit Eieruhr, sondern mit Teelicht. Das ist eigentlich ganz hübsch. Und man sich danach mit etwas belohnt und das kann ja auch Sticken sein. Ja, auf jeden Fall. Sehr schön. Ini Funk schreibt, Win, wir dürfen in den Urlaub fahren, fail, Kita-Notbesetzung wird um 10 Stunden gekürzt, nun müssen wir wieder schauen, wie wir das mit der Arbeit vereinbaren können. Schwierig. Ja, und ich hoffe einfach, dass es Arbeitgeber da draußen gibt, die da ein Verständnis für haben und ja, dass wenn man Kinder hat und eben die Kinder zu Hause hat, das ja, dass der Arbeitgeber da irgendwie mitspielt. Ne? Aber schwierig, genau. Ja. Daniel hat sein Auto angemeldet und ist endlich wieder mobil. Großartig. Auch gut. Mit Autos haben wir nicht so viel zu tun, ne? Ich überlege gerade. Irgendwie hatte ich so ein Autothema, aber es gab heute in der Facebook-Gruppe einen Autovergleich. Deswegen, da ging es so ein bisschen um Autovergleich. Wir machen Backvergleich und Kochvergleich. Das Sticken auch wie Kochen oder Backen ist. Genau. So. Ich muss ganz kurz. So, alles verrutscht. Was ist jetzt hier? Wow, ihr habt so viel geschrieben gerade. Genau. Marina sagt, weiteres Fail, die Große hat sich das Fußgelenk gebrochen. Ich hoffe, es muss irgendwie nicht groß operiert werden. Genau. Oh. Gute Besserung an unserer Stelle. Oh Gott. Genau, aber bei Katharina liebt es die Tochter im Nähzimmer zu sein, das ist doch großartig. Nicht, dass sie sagt, ich will hier nicht sein, so kannst du nämlich zwei Sachen miteinander vereinen. Richtig gut. Richtig schön. Genau. Ja. Nicole enthält sich beim Win und Fail diesmal und hat nur ein Krankenhaus gepostet. Gute Besserung an dieser Stelle nochmal. Verena sagt, wir sind alle gesund als Win. Das ist ein guter Win. Das ist ein richtig guter Win. Ich finde, das muss man wirklich immer wieder einfach wertschätzen, ne? Dass man gesund ist, total. Gerade in der Zeit und auch allgemein ist. Ja, genau. Das ist viel wert. Und genau, man muss relativ viele Kompromisse zwischen Kinderbetreuung und Vollzeitjob eingehen und dann bleibt man vielleicht selber auch auf der Strecke, ne? Win von Monika, eine Janome Skyline S9 Nähstickmaschine gekauft. Ui. Cool. Kenne ich nicht. Muss ich mich mal mit beschäftigen. Aber, Stickmaschine klingt immer gut. Stickmaschine klingt gut, genau. Gute Anschaffung. Genau. Katharina sagt, fail, sie verwüstet auch gerne. Ja. Kenne ich irgendwoher. Genau. Bei Sarko liegt das Boot endlich auf dem Wasser, aber weniger Zeit zum Nähen und Sticken. Ich kann dir aber sagen, wenn das Wetter wieder schlechter wird und es gegen Herbst geht, dann kommt das Boot vom Wasser und dann hast du auch wieder Zeit. Aber schön, dass du trotzdem Zeit hast, zuzuschauen. Monique sagt, die Zeit heute Abend, um diesen Stream zu folgen, ist ein Win. Und der Fail ist wenig Zeit eben zum Nähen und Sticken gerade. Genau. Aber ich hoffe, dass es vielleicht einfach irgendwann wieder besser wird. Ne? Pebbles Bastelzimmer muss wohl in Nähzimmer umgeräumt werden. Klingt aber nach einem Win, oder?
Andi sagt, Partner baut gerade, während ich den Stream anschaue, einen größeren Zuschneidetisch mit mehr Platz, auch für mehr Stoffe. Richtig gut. Und richtig wer uns gut. schon länger verfolgt oder auch unsere Videos, der weiß, dass auch unsere Tische sehr oft gewechselt sind. Also wir haben angefangen auf irgendeiner Spanplatte, die wir uns ins Zimmer gestellt haben. Ich weiß noch, da kam ich irgendwann, das war noch in deinem WG-Zimmer und ich kam irgendwann rein und Marc hatte einfach irgendwie so eine ganz wilde Konstruktion gebaut aus drei riesigen Spanplatten mit Gaffertape. Weil wir auch kein Auto haben. Ja, und auch keine Kohle. Ja, musste ich diese Spanplatte vom Baumarkt mit Zug und Bus und so dann nach Hause schleppen und habe mir irgendeine Trägerkonstruktion gemacht. Und so Spanplatten sind, ich weiß nicht, sie sind so mit Beton oder so verbunden, also diese einzelnen Späne. Beton? Ja, ich glaube, irgendwie so ein Material. Das ist, glaube ich, eine Mischung aus Beton und Holz. Und die sind sauschwer, echt sauschwer. Oh, das wusste ich gar nicht. Ja, siehst du mal, was ich hier gemacht habe, damit wir YouTube-Videos drehen können und schneiden können. War aber auch schon viel wert, dass man ein bisschen Platz hat. Weil auf so einen kleinen Tisch zuschneiden ist... Das stimmt, genau. Kennt ihr bestimmt alle. Martina hatte Besuch, aber wurde es enttäuscht. Das ist natürlich nicht so schön. Ich finde es trotzdem schön, dass du das mit uns teilst und ich denke, nur durch die Anteilnahme fühlt man sich dann auch schon wieder vielleicht ein bisschen besser. Ja. Fail von Celine, wollte es eine Applikation aus Jersey auf ein Handtuch stecken, das hat nicht so geklappt. Und das Baby hat aber den ersten Zahn bekommen. Ist doch großartig. Ja. Das stelle ich mir witzig vor. Stelle ich mir auch. Wenn so ein Baby aber mal einen Zahn hat. Ja. So, es gibt einen Spruch zu mir, als ich Baby war. Eine Tochter einer guten Freundin und auch meiner Patentante, die leider nicht mehr lebt, aber sie hat gesagt, also die Tochter, Marki hat jetzt seinen ersten Zahn, jetzt kann er endlich ein Steak essen. Ja. Ein Steak. Ja. So, Sim hat Diade bei uns bestellt. Licht am Tunnel, bald 3 Tage Schule, Fail, Sommerfreizeit abgesagt bekommen. Das ist natürlich nicht so schön, genau. Also wir haben uns nämlich entschieden, wenn sich jetzt jemand fragt, warum können die Jade bestellt werden. Wir wussten nicht, wie groß ist die Nachfrage. Die Nachfrage war sehr groß, weil wir so ein Formularfeld hatten, wo man sich anmelden konnte, wenn die wieder auf Vorrat ist. Und dann haben wir uns irgendwann entschieden, wir wollen auch, dass alle maximal bedient werden, sobald die Jade wieder verfügbar ist. Ende Juni kommt sie und wir bekommen sie auch und haben deswegen alle, die sich angemeldet hatten, angeschrieben und gesagt, wenn ihr sie haben wollt, könnt ihr sie vorbestellen und bekommt sie dann auf jeden Fall, wenn sie wieder da ist. Genau. Ja. Ja. Wenn ihr da Fragen zu habt, könnt ihr uns auch gerne eine Mail schicken. Genau. Ja. So, Elsa Apfelmus, wenn, süße College-Jacke. Die süße College-Jacke, muss ich ganz kurz überlegen. Also, ist rechtzeitig fertig geworden und sie ist so süß mit der Applikation, mit der Patch-Basis, Fail. Du hast Probleme mit dem Auge. Ich hoffe, dass sich das wieder gibt und hoffe einfach, dass wir jetzt im Sommer mal ordentlich alle die Sonne genießen können und mal rauskommen und Ja. Melanie sagt, Freitag geht endlich die Schule los, Fail, aber nur einmal pro Woche. Und der Kleine bleibt wohl noch zu Hause, da der Kindergarten sich noch nicht gemeldet hat. Ja, also wir merken gerade alle, das ist, ich sehe gerade relativ viele Infos zum Thema Kinderbetreuung und so. Das ist, das ist schwierig. Ja, aber auch relativ viele, die irgendwas mit gesundheitlichen Sachen schreiben. Also Conny hat auch was zu deiner Schwester geschrieben, aber dadurch, dass das, glaube ich, das glaube ich geschrieben, Win, eine. Nee, du hattest nicht geschrieben, dass es Win war, weil dass deine Schwester endlich operiert wurde. Dann hoffe ich mal, dass alles gut geklappt hat und alles gut gegangen ist. Ne? Cool. Ja. Aber das ist ja auch so eine Sache, dass viele Operationen durch Corona ja auch irgendwie total verschoben werden mussten. Und weiß nicht, ob das jetzt auch ein Fall davon war, was natürlich auch total ärgerlich. Ja. Und Kerstin ist froh, uns gefunden zu haben. Wir haben nämlich sehr lange telefoniert, sehr ausführlich. Kerstin gibt selber Nähkurse an ihrer Schule, aber eben auch, glaube ich, an der Volkshochschule. Und es war schön, sich da mal austauschen zu können. Und wir haben die Software erfolgreich installiert bekommen. Doch, super. Es freut mich. Bei Stefanie blüht der Garten. Ach, schön. Und Fail allerdings sollte, Pippi sollte ein neues Fahrrad bekommen. Es gibt seit Wochen keine zu kaufen. Und das stellen wir auch gerade mit Näh- und Stickmaschinen fest, dass die Nachfrage extrem hoch ist, aber dank Corona
eben oder durch Corona, ich will jetzt nicht Corona danken, Nee. eben die Produktion halt extrem runtergefahren wurde und so viele Sachen, gerade größere Sachen, einfach gerade nicht lieferbar sind. Jetzt hoffe ich, dass ihr doch noch zu eurem Fahrrad kommt. Genau. Ja, auch Regina hat Schwierigkeiten mit der Schule, also dass man die Kids wieder zur Schule kriegt, untergebracht kriegt, ne? Genau. So, hier wird sich schon unterstützt, komplizierter Fuß- und Sprunggelenkszentrum in Berlin. Ja, großartig. Wassersport, jetzt ist wieder ein bisschen gerutscht hier. Spanplatten bestehen aus Leim und Holz. So, danke. Aber ich habe Danke. irgendwas, es gibt so, also waren extrem schwer. Aber Beton macht auch wenig Sinn, ne? Zement, irgendwie sowas, hat da irgendwie so. Weiß auch nicht, warum ich das gedacht habe. Don't Genau. know. Aber danke für Aber den wir glauben Hinweis. dir, dass es sehr Ja, schwer war. danke, es war sehr schwer. Justin, irgendwann haben wir uns auch neue Stühle. Ich glaube, das waren sogar diese Stühle Ja. gekauft und Bei von IKEA. Ikea. Und wir haben ja kein Auto und dann haben wir die, dachten wir, kriegen wir mit, kommen kein Problem in der Bahn. Und es war so schwer. Und dann auch noch der Weg vom Bahnhof zu deiner WG damals. Das Genau, war da haben wir echt. uns dann so War das bis zu deiner ein WG? Fahrrad Ja. haben wir uns geliehen. Also so, es gibt hier in der Stadt so Ja. Leihfahrräder und dann haben wir das Fahrrad aber nur geschoben und als Packesel benutzt. Das ist so bescheuert. Warum hat man das Genau. gemacht? Ja. Ach oh Gott, Ja. völlig überladen. Ja. So, Verena muss sich verabschieden. Schönen Feierabend. Schön, dass du dabei warst. Vielen Ja. Dank. Genau. In Österreich geht es schon länger mit Schule. Also wahrscheinlich los mit Schule, ne? Großartig. Nicole verabschiedet sich auch. Vielen Dank, dass du dabei warst. Schön. Ja, irgendwer hat auch eine neue Maschine, habe ich gerade gelesen, und den Fuchs probiert und sofort geklappt. Carina, cool, das freut Cool. uns riesig. Richtig Ja, super. So soll es ja. sein, wenn man mit dem Sticken startet. Ja, Martina hat die Zusage für einen neuen Job. Herzlichen Glückwunsch, richtig gut. Cool. Und Wow. am Freitag steht eine Prüfung in Recht an. Und dann drücken wir dir nochmal die Daumen, dass das klappt. Ja. Und Hallo. Angela freut sich über die vielen Anregungen und du wirst sie nacharbeiten. Kunsthandwerkemärkte in Hamburg wieder stattfinden. Gibt es sowas? Das weiß ich gar nicht. Also, wir haben noch keine richtig coole Messe hier in Hamburg entdeckt, wo es um das Thema Sticken, Nähen und so geht. Es gibt die Hello Handmade. Die verfolgen wir eigentlich schon seit Stunde Null, wo ganz viele so ihre selbstgemachten Sachen eben präsentieren, verkaufen und vorstellen. Aber da bin ich so ein bisschen ehrlich auch, die hat sich so ein bisschen verändert gerade, diese Messe, und ich fand sie nicht mehr so spannend, die letzten Male. Ich war ja nur die letzten Male da. Also ich fand, es waren spannende Künstler irgendwie da, die coole Sachen hatten, aber es war halt sehr voll Ja, und ja, auch nicht so viele Künstler. ja, großartig. Stoffel hat noch als Arbeits- und Schneidetisch von deinem Mann drei Bürorollcontainer zusammengeschraubt bekommen. Tolle Fläche und wenn man es nicht braucht, einfach an die Wand rollen. Genau, sowas hatten wir auch mal gebaut, ne? Da hatten wir so Fächer drunter, dann konnte man das so Stimmt. rumrollen. Das ist Ist großartig. irgendwann Ja, zerbrochen. richtig cool. Richtig gut, dass er es gemacht hat. Ja. Genau, Monique verabschiedet sich auch. Genau, freut sich schon auf das nächste Mal, wenn wir mit Maschinen, mit internen Sachen Ja. arbeiten. Und genau, diesmal nicht so ein ganz aufregender Stream wie beim letzten Mal mit 1000 Nachfragen. Und da haben wir auch maßlos überzogen zeitlich, ne? Ich glaube, da sind einige am nächsten Tag müde, Letztes Mal, meinst du? müde aus dem Bett Stimmt, gestiegen, inklusive mir. Ja, schön, schön, dass ihr dabei wart, ne? So. Monika fragt, muss ich mir eine Software zusätzlich kaufen oder reicht die bei meiner Maschine ist. Ich weiß nicht, welche bei deiner Maschine dabei ist. Wir arbeiten hier halt mit der Premiere Plus Intro als Einstiegssoftware oder höher. Wenn du Lust und Zeit hast, kannst du dir vielleicht so kleine Strecken aus dem letzten Livestream nochmal anschauen. Ich will jetzt nicht versprechen, dass es ein zusammengefasstes Video noch davon gibt. Das war zumindest der Plan, aber dann ist unser E-Mail-Postfach komplett überlaufen und überfüllt und es gab so viele Nachfragen, dass wir nicht dazu gekommen sind, nochmal ein weiteres Video zu filmen, obwohl das immer so mein größter Wunsch ist. Aber wir wollen natürlich auch irgendwie jedem gerecht werden und jetzt beruhigt sich das vielleicht alles gerade wieder ein bisschen und wir haben wieder ein bisschen Zeit, neue Videos zu drehen. Ja. Ja. Wenn dann Stefanie, diese sag.
Sorry, Melanie sagt ja, letztes Mal war hart. Letztes Mal war hart, ja. Ja, ja. Also, volle Dröhnung. Volle Dröhnung im letzten Livestream, ja. Stephanie Adam sagt, Daumen hoch, nicht vergessen. Vielen Dank für den Hinweis. Mhm. Ja. Und Daniel unterstützt auch. Gut, ich weiß nicht, Daniel, bist du im Facebook-Stickcafé oder wer da noch rein möchte, make mal, nee, das ist facebook.com. Ach, ihr findet unsere Gruppe schon. Ach, kleine. Ihr findet sie schon. Ne? Ich gebe mal hier ein, facebook.com, groups, R-O-U-P-S. Und dann make, ist es, glaube ich. Keine Garantie, dass das jetzt richtig ist. Ich glaube, made, ich glaube. Keine Garantie, dass das richtig ist. Ich weiß den nicht auswendig, genau. So, Daniel, 98. Super, großartig. 98. Die Tante von Kerstin und ein Hotel gebucht, ja. 98? Wahnsinn, 98 ist der absolute Hammer. Ja. Das ist ja so cool. Das ist krass, ja. Ja. Susi sagt, eure Videos und der Livestream sind so klasse. Vielen Dank an der Stelle. Sowas macht uns doch, motiviert uns doch, weitere Videos zu machen. Aber hallo, und total. Auch in 2 Wochen wieder im Livestream da zu sein. Ja. Und ich werde jetzt was essen. Auf jeden Fall. Eine Kleinigkeit. Mir ist gerade noch eingefallen, letzte Sache. Ich hatte mir hier schon was bereitgelegt, ich zeigen wollte. Wer schon weg ist. Genau. Es ist jetzt auch nicht so wahnsinnig wichtig, es ist nur ein kleiner Gag, weil es ums Thema dünne Streifen besticken ging. Und bei mir... Ja. Willst du die Jacke nicht hochnehmen oder einmal überziehen? Einmal überziehen. Ja, also, ich erkläre ganz kurz, während Marit das macht. Marit hat Modedesign studiert und eine komplette Bachelor-Kollektion erstellt und das Thema war, ich fasse das jetzt mal in meinen Worten zusammen, sonst musst du, korrigieren. Und zwar fand ich das Thema ziemlich schön und zwar ging es um die Epoche von Marie Antoinette und kombiniert mit der heutigen Zeit und welche, ich sag mal, welche Celebrities sind die, ich sag mal, weltbekanntesten Menschen. Königin. Das sind die Kardashians und wahrscheinlich wird der ein oder anderen das Wort Kardashians nicht sagen. Das ist so eine Celebrity-Familie. Kardashian, Google. Genau. Genau. Also ich will nur einmal ganz kurz zusammenfassen. Ich habe Marie Antoinette mit Kim Kardashian als Stilikonen verglichen und auch als sozusagen das Vorleben von dem, was er immer noch, also was schon zu Marie Antoinettes Zeiten en vogue war, sozusagen die ganze Zeit rumsitzen und nichts tun und trotzdem sehr viel Geld haben. Das ist ja das, wonach auch heute noch sehr viele Menschen streben. Ja. Am besten immer Urlaub haben und sich auf Instagram präsentieren und genau, dabei einen perfekten Körper haben und teure Klamotten. Genau, und das war sozusagen das Thema dieser sehr opulenten Kollektion. Aber worum es eigentlich geht, hier ist so ein Streifen. Nee, der ist hier unten. Achso. Oh. Genau, und es ging darum, da. Es ging darum, ein komplettes Zitat von Kim Kardashian auf einem Streifen zu sticken. Und für alle die sagen, cool, geht natürlich richtig einfach, wenn man so eine große Maschine hat. Aber zu diesem Zeitpunkt haben wir nur eine 955 oder 950 mit einem 10x10 Stickrahmen besessen. Von Brother. Von Brother. Das und heißt, dieses ich musste relativ oft einspannen. Relativ oft einspannen. Und dass das funktioniert, hast du somit bewiesen. Ich kann das ja nochmal so ein bisschen im Detail zeigen. Genau. Und dieser ist komplett bestickt. Und das haben wir uns im Vorgespräch überlegt, dass das ganz gut ja zum Thema passt, wenn man etwas einspannen möchte. Ne? Jo. Genau. Genau, ich lege dann hier meine Robe wieder ab. Die Robe darfst du wieder ablegen. Das ist echt witzig, ich meine, das ist wie auf so einem Präsentierteller. Das kann ich auch auf dem Red Carpet gehen. Genau, aber deine ganze Kollektion gibt's halt noch, ne? Kommt dann irgendwann ins Museum. Natürlich. So. Wir danken euch fürs Zuschauen. Schön, dass ihr dabei wart. Ich weiß nicht, wie viele gleichzeitig zugeschaut haben, denn unsere Anzeige hat sich nicht aktualisiert hier. Und deswegen, nee, stimmt. Ich dachte schon. Ich dachte auch, wir sind kontinuierlich 35 Leute. Ich habe überhaupt Leute keine Ahnung. Leute verabschieden sich und bleiben 35 Leute. Genau. Wir bleiben kontinuierlich 35. Ich habe keine Ahnung, wie viele Leute in der Hochphase zugeschaut haben. Ich sehe aber hier 110 sind wir gerade. Ich habe hier so eine Anzeige. Ernsthaft? Genau. Ich habe so eine Anzeige. Ich kann das ja mal ganz kurz zeigen. Ich habe hier,
Kann ich kurz zeigen. Und hier kann ich sehen, das sind 110 Leute. 110 sind das, die hier gerade zuschauen. Leute, Wahnsinn. Ich merke, ihr habt meine Laune heute total gebessert. Danke dafür. Großartig. Wirklich, es macht toll. So viel Spaß, immer mit euch zu quatschen und hier zu werkeln am Mittwochabend. Ja. Und meine Aufregung steigt natürlich, wenn wir mehr Leute sind, weil ich denke, jetzt muss ich noch besser performen und ich habe den ganzen Stream über gedacht, wir wären nur 35 Leute. Ich dachte auch, wir wären nur 35 Leute. Ich dachte, es ist auch kuschelige, schöne kleine Runde. Ja, Wahnsinn. Ja, naja, genau. Gut, da waren wir halt ein paar mehr. Aber Daniel sagt zwischendurch, wenn er es richtig gesehen hat, waren wir mal 155. Wahnsinn. Vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Wenn ihr jetzt noch ein bisschen Zeit habt, macht euch doch ein Getränk eurer Wahl auf. Macht das, worauf ihr Lust habt. Steht das, wofür ihr einsteht. Macht das einfach. Happiness, Leute. Happiness. Also ich finde es großartig, sich gegenseitig so zu pushen, zu motivieren. Und wenn man segelt, dann segelt man. Und wenn das Wetter schlecht ist, dann stickt man. Und wenn die Kinder zu Hause sind, kann man es vielleicht irgendwie schaffen, sie mit zu integrieren in das eigene Hobby, damit das nicht zu kurz kommt und man selber auch als Eltern glücklich bleibt, oder? Ich stelle mir das schwierig vor, gerade in der Situation. Ja, ich will jetzt nicht sagen, ich bin froh, dass wir nicht in der Situation sind, weil das wäre unfair, weil wir sind in Gedanken ja trotzdem mit dabei, ne? Mhm. Und wir sehen das, genau. Cool. Aber euch allen ganz viel Kraft für alles, was ihr durchzustehen habt und genau. Ja, schön. Schön. Genau. Katharina sagt, sie war zweimal dabei, am TV und am Chat am Handy. Insofern waren wir noch 100, weiß ich nicht, 100, 106 eigentlich. Aber danke, dass du die Nummer nach vorne gepusht hast. Wer nochmal den Daumen nach oben drücken möchte, also nicht nochmal, wenn du es schon gemacht hast, dann nimmst du ihn wieder raus, kann das gerne noch tun. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Bye, bye. War richtig schön mit euch. Hat richtig viel Spaß gemacht. In zwei Wochen sehen wir uns wieder. Und genau, bis dahin bleibt gesund. Genau. Und jetzt alle den Ton ein bisschen runter. Ihr kennt das Prozedere schon. Ich drücke jetzt hier auf den Knopf und mach Palmen an. Auf den Tschüss-Knopf. Die Palmen jetzt mal zum Schluss. Macht's gut. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao, Kopfhörer absetzen. Nee, geht nicht.